Erzähler, um was geht es heute hier genau, wo man verrät? Es geht darum, heute Abend aufzuklären, was Cloud Computing ist, was es für Varianten gibt vom Cloud Computing und wo man die Cloud in welcher Form aus dem Cloud kann beziehen kann. Wird das ein Ziel sein, dass es in den nächsten Jahren gar keine Server mehr gibt und alle Unternehmen alles nur mehr auf Cloud speichern dient? Ich glaube das nicht. Cloud wird sich immer mehr verbreiten, das ist klar. Wobei es wird immer wieder Unternehmen geben, die lokale Lesungen brauchen. Und meistens wird irgendwo eine hybride Lesung nachher integriert werden bei den Kunden. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt für eine Cloud würde speichern, was hätte das für Vorteile für einen Betrieb? Sicher mal die Mobilität. Das ist eigentlich das Grundthema vom heute gucken mal aus. Die Cloud ist immer nur überall verfügbar und so sollte man eigentlich die Mobilität sicherstellen. Ja. Wie er schon gesagt hat, für alle Unternehmen wird es nicht ein Thema sein oder auch für alle Privatpersonen wird es nicht ein Thema sein. Wie will man das handhaben? Es geht ja auch recht individuell. Also es ist einmal so, jeder Kundenbedarf ist ein Projekt. Also man kann, es gibt keine goldige Lösung für jeden Kunden. Einem Kunden stimmt die Cloud, beim anderen Kunden stimmt die Cloud halt nicht. Also jedes hat seine Daseinsberechtigung, ob lokale Lösung oder eine Cloud-Lösung. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich im nächsten Jahr einfach beides geben. Was meint ihr persönlich, auf welche Seite dass das wird kippen? Aber wie gesagt, der Cloud-Anteil wird sich weiterentwickeln und verbreiten, aber die Lokallesung wird irgendwo noch bleiben.